die Spinne ihr Netz so geschwind. Die Wanze, sie wackelt und wirbelt im Wind. Am Himmel dorthin, wo fliegen wir, weil Spaß drin steckt, im Sonnenpatch. Wir schwimmen von Baum zu Baum, Familienspaß, von Blatt zu Blatt, mit Flügelschlag. Nach Hause auf einen Kurs, sei gut. Füße, heiße Füße. Verflixt ist das heiß. Bloß nicht noch so ein heißer Tag. Ich hab die Hitze satt. Ich weiß, Spatz. Wenn es nicht bald regnet, dann werden viele Kabel ein ernstes Problem bekommen. Wir auch, Dad? Nein, Sohn. Für uns ist es ausreichend, wenn wir Tau sammeln. So, siehst du noch ein paar gute Blumen? Wie wär's mit der hier? Okidoki. Ein bisschen weiter. Noch ein bisschen. Oh, oh, das war zu viel. Ups. Entschuldigung, Dad. Das fühlt sich schön kühl an. Komm, wir suchen noch eine. Okay, Dad. Du bist müde, was, Sohn? Ich hab die Hitze satt und das frühe Aufstehen, um Tau zu sammeln und mit dem Wasser vorsichtig zu sein. Wollen wir windsurfen? Hä? Ich dachte, eine Runde auf dem kleinen Teich würde uns vielleicht etwas abkühlen. Aber wenn du zu müde bist... Kleiner Teich? Spinomenal Idee, Dad! Ja! Oh! Warte auf mich, Spratz! Aus der Bahn! Wer zuletzt im Wasser ist, oder? Oder eher im Schlamm steckt. Das darf doch nicht wahr sein. Wo ist der kleine Teich, Dad? Oh, scheint, dass die heiße Sonne den kleinen Teich ausgetrocknet hat. Ausgetrocknet? Wenn es lange Zeit nicht regnet, dann könnte der kleine Teich sogar ganz austrocknen und verschwinden. Verschwinden? Oh! Felix? Bist du in Ordnung? Hä? Oh, hi, Spatz. Ich bin nur ein wenig vertrocknet. Der kleine Teich schrumpft. Ich weiß. Es ist kaum mehr genug Wasser zum Windsurfen da. Bald wird er nicht mal mehr für mich groß genug sein. Was meinst du? Meine Mom sagt, wir müssen etwas unternehmen, bevor es schlimmer wird. Was unternehmen? Was zum Beispiel? Mom sagt, wir müssen umziehen. Umziehen? Aber warum? Frösche brauchen Wasser, Spratz. Wenn meine Haut austrocknet, bin ich ein Grillfrosch. Dad sagt, wir müssen flussabwärts gehen und einen größeren Teich suchen. Für wie lange? Ich weiß nicht, Spratz. Vielleicht für immer. Für immer? Aha. Ich will hier nicht weg, aber... Ich gehe mich besser abkühlen in dem, was vom Teich übrig geblieben ist. Bis dann, Spatz. Hey, Spatz. Krieg ich einen Schluck? Tut mir leid, kleiner Drache. Das ist für den kleinen Teich und für Felix. Du sammelst Wasser für den kleinen Teich? Aha. Er ist fast ausgetrocknet und deshalb muss Felix umziehen. Felix zieht um? Wenn der Teich austrocknet, muss er umziehen, kleiner Drache. Ich fülle den kleinen Teich wieder auf. Warte auf mich, Spratz. Ich helfe dir. Fertig? 1, 2, 3. Ja. Ach, das hat ja gar nichts gebracht. Wir werden ewig brauchen. Gute Nacht, Papi. Oh. Gute Nacht, Spratz. Gute Nacht. Alles klar mit dir? Du siehst ja trauriger aus als ein Maikäfer im November. Ich denke nur an Felix. Ah, verstehe. Deshalb ist dein Lächeln verschwunden. Ich wünschte, ich könnte etwas tun, damit er nicht umziehen muss. Die einzige Möglichkeit, den Teich vom Austrocknen zu bewahren, ist, einen Staudamm zu bauen. Einen Staudamm? Wie die Biber es machen? Genau. Wenn man den Teich zustöpselt wie eine große Badewanne, fließt das Wasser nicht mehr ab und er trocknet nicht aus. Spinomenale Idee, Dad. Oh, 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 nur die Ruhe. Ich weiß nicht, ob wir das können, Schätzchen. Einen Damm bauen macht schrecklich viel Arbeit. Wenn Biber das können, schaffen Krabbler es auch.
Morgen stauen wir den kleinen Teich auf. In echt? Wirklich? Ja, wer hilft mit? Ich. Ich will auch helfen. Ich auch. Juhu. Juhu. So, wie ihr seht, Kinder, brauchen wir eine ganze Menge Zweige und Steine für den Damm. Wir schaffen das, Dad, das weiß ich. Wir müssen nur alle zusammenarbeiten. Lasst uns loslegen. Ich fange mal mit den Zweigen an. Ich flieg sie rüber. Und ich sammel Steine. Los, packen wir los. Ich glaube, wir machen's wirklich. Ja, sieht ganz danach aus, Schatz. Achtung, Stammfeld! Sind wir bald fertig? Nein, das ist nur das Gerüst. Jetzt müssen wir das Ganze mit Stöcken und Steinen auffüllen. Aber es ist schon mal ein guter Anfang. Ein Anfang? Ich bin völlig fertig. Ich auch. Es ist zu heiß und ich bin total schlapp. Ich glaube, ihr habt recht, Kinder. Es ist zu heiß, um heute noch weiterzuarbeiten. Ja, genau. Kommt, wir gehen nach Hause. Aber Mom, wir können doch noch nicht aufgeben. Tut mir leid. Ich weiß, dass du deinem Freund helfen willst, aber Mom hat recht. Können wir heute Nacht weitermachen, wenn es kühler ist? Tja, lass uns später darüber reden. Hey, Spratz, was macht ihr denn da? Felix, wir bauen einen Damm, damit der kleine Teich nicht verschwindet. Damit ihr wieder windsurfen könnt? Nein, damit du nicht umziehen musst. Echt? Ja! Oh! Spratz, du bist der beste Krabbler-Kumpel, den sich ein Frosch je wünschen kann. Kann ich helfen? Ja, dann sind wir in ein paar Tagen fertig. Dann bleibt das Wasser im kleinen Teich stehen, bis es wieder regnet. Oh, aber Spratz, wir gehen doch schon morgen früh. Nicht schon morgen. Morgen früh? Oh je. Mom und Dad wollen flussabwärts und zwar noch, bevor sich alle Tiere am Weiher einen neuen Lebensraum suchen. Bis morgen schaffen wir das nie. Danke, dass ihr es versucht habt, Spratz. Warte, Felix. Wir müssen uns einfach doch mehr anstrengen. Stimmt's, Dad? Tja, genau. Wir kommen am Nachmittag wieder und alle Krabbler werden uns helfen. Komm schon, Dad. Wir müssen es versuchen. In Ordnung, Sohn. Ich werde euch dabei helfen. Rettet den kleinen Teich! Rettet den kleinen Teich! Hallo? Hey, was ist denn das für ein Trara-Krabblerchen? Der kleine Teich trocknet aus, weil es zu heiß ist. Ach du meine Güte. Wir bauen einen Damm und brauchen jede Hilfe. Wir müssen es heute noch schaffen. Okay, sagt nichts mehr. Lasst uns gehen. Rettet den kleinen Teich! Rettet den kleinen Teich! Rettet den kleinen Teich! Hupsi! Hallo, Oma Betty! Ja, mein Lieber, das darfst du machen. Der Damm war deine Idee. Danke, Dad. 5, 4, 3, 2, 1! Ja! Ihr könnt alle sehr stolz auf euch sein, Kinder. Und ganz besonders du, Spratz. Und ob!
Ich hätte nicht gedacht, dass wir es schaffen. Ich hab dir gesagt, wir schaffen es, Dad. Ja, das hast du, Kumpel. Und der kleine Teichdamm wird als eines der 7 Sunny Patch Wunder in die Geschichte eingehen. Ich kann kaum glauben, dass sich die Krabbler von Sunny Patch für einen kleinen Frosch wie mich so viel Mühe machen. Aber wann wissen wir, ob der Damm den Teich vor dem Austrocknen bewahrt? Tut mir leid, Kinder. Das werden wir wohl erst morgen früh erfahren. Los, kommt alle mit. Ich will sehen, ob der Damm funktioniert. Okay. Komm, seht ihr. Uiuiuiui, Wasser. Es hat funktioniert. Es hat funktioniert. Es hat funktioniert. Ja. Aber wo ist Felix? Felix, da bist du ja. Meine Eltern sagen, dass euer Damm genug Wasser im kleinen Teich staut, bis es wieder regnet. Okay. Wer zuletzt auf dem Wasser ist, hat verloren. Ja. Ich komme. So kann man sich die Hitze wirklich gefallen lassen. Ja! Flower Power. Was sind denn das für 2 leckere Häppchen? Felix, du bist so lustig. Felix? Ich bin nicht Felix. Ich bin das schleimige, grüne Schlammtümpelmonster. Wir sind verloren. Verloren. Warte, schau dort am Himmel. Ist das ein Krabbler oder eine Fledermaus? Nein, das sind die Superhelden von Sunny Patch. Lass die kleinen Krabbler los, du große, grüne, schleimige Maschine. Wer sagt das? Captain der Lüfte, der sagt das. Ich fliege in Überschallgeschwindigkeit und sehe meilenweit mit meinem teleskopischen Rundumblick. Und Thermic Lady mit den Turbo-Wärmesensoren. Und Super Spinnensurfer mit meinen eklig klebrigen Jagdnetzen. Ja, nimm das und das. Nein, nein! Ist das Monster weg? Meine Wärmesensoren verraten mir, dass es wegschwimmt. Tada! Wir haben euch kleine Krabblerchen vor dem Verderben gerettet. Das nächste Mal seid ihr vorsichtiger. Es ist zu gefährlich für euch Krabblerchen alleine hier draußen. Hört auf, uns immer Krabblerchen zu nennen. Ja, wir sind keine Krabblerbabys. Wir brauchen niemanden, der auf uns aufpasst. Hallo? Hi, Mom. Hast du gesehen, wie wir Hani und Kleine gerettet haben? Zack, Peng. Ich hab mit Netzen gefeuert. Und ich bin mit voller Tornado-Geschwindigkeit geflogen. Ihr wart großartig. Ihr wart alle sehr heldenhaft. Felix, willst du zum Picknick bleiben? Klar, danke. Ist das Essen fertig, Mom? Fast. Juhu! Die Superhelden von Sunny Patch haben noch Zeit für ein weiteres Abenteuer. Ihr geblieben, ihr Superhelden. Wir brauchen eine Zweierreihe, stimmt's, Erna? Völlig richtig. Ihr stellt euch paarweise auf und bleibt zusammen. Du schaust nach deinem Freund und dein Freund nach dir. Glimmer, du stellst dich zu Kleine. Kleiner Drache zu Honey und Spratz zu Felix. Och, Mom. 2 Reihen sind für Babys. Genau. Und wir sind Superhelden. Superhelden müssen auch aufeinander aufpassen. Kommt, Leute. 2 Reihen sind doch lustig. Okay, das ist unser neues Abenteuer. Kleine und Honey haben sich in der Wiese verirrt. Nein, warte. Es ist keine Wiese. Es ist ein Dschungel. Ein tiefer, dunkler, gruseliger Dschungel. Und sie müssen gerettet werden von den... Wuschelkopf-Samenmonster! Wo? Wo? Felix, Wuschelkopf-Samenmonster sind Pusteblumen. Oh, klar. Das wusste ich. Jemand anders soll gerettet werden. Ja, dieses Mal wollen wir die Superhelden sein. Superhelden? Ihr beide? Wenn ihr Superhelden sein wollt, dann braucht ihr besondere Fähigkeiten. Wir haben besondere Fähigkeiten? Ja? Was könnt ihr schon für besondere Fähigkeiten haben? Wir haben Flower Power. Ja, Flower Power.
Was ist denn Flower Power? Wir können winzige Blüten klettern, in die die großen Krabbler nicht reinpassen. Ja, Flower Power! Was ist daran so lustig? Das ist einfach so süß! Lass mich los! Komm, Kleine, wir gehen Flower Power spielen. Ja, wir spielen unser eigenes Spiel. Tschüss! Wartet! Müssen Freunde nicht immer zusammenbleiben? Es wird schon okay sein. Ja, wir sind doch alle auf der Wiese. Wir werfen ein Auge auf sie. Aber Leute, wer soll dann der kleine Krabbler sein, der gerettet werden muss? Rettet mich vor dem Wuschelkopf-Samenmonster! Rettet mich! Sieben, acht, neun, zehn. Fertig! Ich komme! Nein. Ich sehe dich! Ich sehe dich! Flower Power macht Spaß! Ja, das ist prima. Jetzt bin ich dran. Du suchst mich. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Eckstein, Eckstein, alles muss versteckt sein. Auf, ich komme. Kleine! Die Superhelden von Sunny Patch schlagen die Angreifer mal wieder in die Flucht. Juhu! Hey! Kommt ihr, Krabbler, Picknick ist fertig. Kommt zum Essen. Ja! Ach, herrje. Eins, zwei, drei, vier. Ihr solltet doch alle zusammenbleiben. Was ist passiert? Tja, Kleine und Honey wollten nicht mit uns spielen. Spratz, hast du auch wirklich versucht, sie mit einzubeziehen? Tja. Wo sind sie jetzt? Hier ist Honey. Honey, wo ist Kleine? Ist sie noch nicht zurück? Nein, ist sie nicht. Kleine? Kleine, wo bist du? Wir gehen jetzt in Zweiergruppen los und suchen sie. Kleine! Wo bist du, Kleine? Juhu! Kleine! Juhu! Kleine! Wir finden sie nie, Miss Spider. Was sollen wir tun? Keine Sorge, Erna. Wir werden sie finden. Weit kann sie ja nicht gekommen sein. Aber wenn sie nicht hier ist, wo kann sie denn noch sein? Wo steckst du? Sabinchen und die Bienenbrigade suchen das Schilf um den kleinen Teich herum ab. Keine Sorge, Schatz, wir finden sie. Schon irgendein Zeichen von ihr, Mom? Noch nichts, Schätzchen. Sie war mein Schützling. Ich hätte sie nicht alleine lassen dürfen. Das hätten wir alle nicht dürfen. Passt mal auf, alle Hüpfer, Kriecher und Krabbler von Sunny Patch suchen nach Kleine. Wir werden sie finden. Und ihr Kinder solltet jetzt heimkrabbeln, bevor es dunkel wird. Aber wir wollen doch helfen. Können wir bleiben? Bitte, Mom. Na gut, also schön. Aber ihr rührt euch hier nicht vom Fleck. Verstanden? Wir brauchen nicht noch mehr verlorene Krabbler. Hey, hört mal. Vielleicht haben ja die Wuschelkopf-Samenmonster sie entführt. Die Wuschelkopf-Samenmonster sind doch erfunden, Felix. Genauso wie die Superhelden von Sunny Patch. Was meinst du damit, Spratz? Wenn wir echte Superhelden wären, könnten wir Kleine finden. Kleine, wo bist du? Kleine, Kleine! Wo bist du? Die können mich wegen meiner Flower Power nicht finden. Pfui, das klebt. Ich stecke fest. Hier drin. Hilfe! Hilfe! Ich stecke fest. Habt ihr das auch gehört? Was gehört? Psst, niemand sagt etwas. Hilfe! Hört mal. Das ist Kleine. Irgendwo im Je länger, je lieber Busch. Aber wo? Ich wünschte, Captain der Lüfte hätte wirklich einen teleskopischen Rundumblick. Dann könnte er sie finden. Hey, warte. Glimmer, du hast doch echte Wärmesensoren. Spratz hat recht. Vielleicht kannst du sie finden. Ich kann's versuchen. Folgt mir! Dort hinten! Da geht's lang!
klebe fest. Sie ist es. Da ist sie ja. Wahnsinn, Thermic-Lady. Captain der Lüfte, du bist der schnellste Flieger. Geh und hol Mom. Hab verstanden. Der Captain ist schon unterwegs. Kannst du da herauskrabbeln, Kleine? Nein, da ist etwas Klebriges in der Blume. Nektar. Nektar? Das klebrige Zeug, das Blumen machen. Bienen verwenden es, um Honig herzustellen. Kannst du sie sehen? Ja, aber ich krieg sie nicht zu fassen. Unsere ganzen Superkräfte sind nutzlos. Nein, sind sie nicht. Ich kenne eine kleine Heldin, die für diese Aufgabe wie geschaffen ist. Eine Heldin mit Flower Power. Okay, halte den Spinnfaden ganz fest. Fertig. Kleine? Nimm das. Ich hab's. Zieh. Sei vorsichtig, Großer. Ich steck immer noch fest. Zieh stärker, Felix. Spratz? Ich meine, Superspinnensurfer. War mir eine Ehre, Ladies. Oh, mein kleiner Liebling. Mir geht's gut, Mama. Danke, ich danke euch allen. Ich bin sehr stolz auf euch, wie ihr das miteinander gemeistert habt. Honey hat das geschafft. Ich hab nicht viel gemacht. Ohne sie hätten wir es nie geschafft. Du hast sehr viel gemacht. Und wir hatten Unrecht. Flower Power ist wirklich toll. Honey und Kleine sind richtige Superhelden. Ihr Superhelden von Sunny Patch seid das einzig Wahre. Wir sind keine Superhelden von Sunny Patch, Mom. Ab jetzt sind wir die Superfreunde von Sunny Patch. Hurra! Hurra!